Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Ranch Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit Gehilfe und Jochen. Ja, hallo. Hallo. Haben wir alleine wieder gefunden. Jochen, Mensch. Jochen. Endlich. Jochen ist aus dem seiner Mutter gekrochen. Ja. Okay, das war vielleicht ein bisschen jetzt, drüber. Jetzt will ich etwas sagen. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen hässlichen Eimer hier. Ich will zum vernünftigen Eimer, damit ich meine Milch outpumpen kann. Aber der ist doch schön. Ja, der nimmt auch einen ordentlichen Eimer. Nehme ich jetzt auch. Dann nehmen wir den einfach als Wassereimer. Unglaublich. So, pass auf. Wir müssen hier mal ein bisschen hasseln jetzt. Wir brauchen so langsam Kohle. Richtig, richtig dicke Money Money brauchen wir. Das heißt, laden. Warte ganz kurz. Nee, erstmal noch nicht, weil das Problem ist ja, wir bekommen aktuell. Ja, nicht das Doppelte. Wir wollen ja das Doppelte rausschlagen. Melkst du? Ich melk gerade, ja. Okay, dann schaff gleich mal rein, dass wir das abkochen können, das Zeug. Genau. Und dann, warte, ich mach mal die Speisekammer leer. So. Habe ich in eine Milchkanne gekippt, da sind jetzt 8,2 Liter drin. 8,2 Liter, das ist ja gut. So. Wir haben ja nämlich schon richtig schön Wurst am Start. Was wir jetzt aber brauchen, aber warte mal, einer könnte mal bitte zum Burgerladen fahren und könnte mal gucken, nochmal, was wir da brauchen. Also das war Rindswurst, es war Käse, aber was war das andere? War das Schweinewürste oder Schweinemänner, Schweinekringelmänner? Also Männer halt. Na, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Schweine was? Die Hackfleischmänner. Hä? Die Hackfleischmänner. Was für Männer? Ne, hier die Hackfleischmänner, die da sitzen. Hilfe! Was Hilfe? Denn? Kann mal jemand ein Auto hierher bringen? Wo bist denn du? Ich hab mich aus Versehen im Fenster eingeklemmt. Was für ein Fenster? Was für ein Fenster? Von der Scheune. Wo denn? Der dicke Jochen wollte wieder das Fenster krabbeln, oder? Ja. Hä, was für eine Scheune? Hier, wo die Kühe drin sind und die Schweine. Wo bist du denn? Ach ja, gucken dir an, den Dicken. Ja, gucken dir an. Wo ist der Dicke? Was ist los, Homer Simpson? Ich weiß es nicht. Hast du versucht? Hüpf mal. Das geht nicht. Warte, ich hab eine Lösung. Warte, Roski Auto. Hol dir mal das Auto. So. Die Milch kippt doch sonst um. Hol doch einfach den Rasenmäher, der da 2 Meter vor mir wegsteht. Warte. Ja. Warte. Den Rasenmäher. Das ist gut. Ey, was machst du? Warte, ich tu ihn wiederbeleben. Aber wenn jetzt die Milch weg ist, Alter, dann hat doch nicht geklappt. Muss ich dich nicht wiederbeleben. Wo ist die Milch? Hat er noch eine Hand? Okay, gut. Deutsche Stiften geht. Also Gehhilfe. Du pass mal auf, du bist hier auf dem Hof, dass du das machst, was wir dir sagen. Und der gehört nun mal dazu. Was machst du denn? Geht das? Ja, ich kann nicht rein, wenn du drauf sitzt. Achso, naja, ist schon klar. Ja, musst halt absteigen, ne? Letzte, geh doch. Ah, ja. Oh, da ist der Milch einmal, ich hab schon gedacht. Hä? Wieso ist meiner im Kriechgang? So, jetzt aber. Gut, komm, bring die Milch rein. Warte, ich koch und dann kannst du gleich mal noch die nächste holen. Ah ja, genau, da rein die Milchkanne. Upsala. So, geh du erstmal raus. Perfekt. Schweinefleisch haben wir jetzt aktuell keins, oder? Nee, habe ich alles verarbeitet. Aber in der Kühlbox sind noch Eier drin und auch noch Fleisch zum Aufhängen. Ja? Ja, ist gut. Wisst ihr eigentlich, dass es schon wieder regnet? Also, wo ist noch was drin? In der Kühlbox. Achso, ja, stimmt, die können wir noch aufhängen. Zufügen? Zufügen, genau. Und jetzt? Ui. Kochen. Also nach was sollte ich noch mal gucken, wenn ich dort bin? Nach Fleisch. Hä, wo? Beim Burger. Du sollst mal gucken, was wir genau brauchen alles. Ah, okay. Na gut, kriegen wir hin. Also welche Kringel und so weiter das waren. Mhm. Ach komm, willst du 2 Käse machen mit der Milch? Wir brauchen mehr Kühe, Leute, wir brauchen Geld, los! Nee, ja. Wo? Ja, weiß ich jetzt. Nee, oder ja? Oh, ja. Na, hast du alle gemolken? Ja, wir haben ja nur 2. Nee, was machst du? Die sind fertig. Ach so. Schön liegen lassen, das sind fertige Produkte hier draußen. Wie hast du die denn jetzt da drauf gestapelt? Ja, da draufgelegt. Ah, ist unfassbar.
Das ist unfassbar, ey. So, pass auf, ey, wir brauchen mehr Tiere, ey, da kommen wir nicht drum rum. Wir brauchen definitiv mehr Tiere. Jetzt müssen wir erstmal die Hackfleischmänner hier noch reintun. Also dieser eine Käse, der braucht echt lange, bis er fertig ist. Der braucht echt lange. Absolute Wahnsinn. So, Reifekammer. Oh, warte. Oh. Also, wir brauchen. Du hast beide Kühe gebacken? Ja. Und ist nichts mehr drin in den Kühen? Nee, 16,4 Liter kam raus. Wollt ihr nur wissen, was wir brauchen? Ja, erzähl. Also, heutiges Angebot. Erforderliche Produkte. Erstens Huhn. Zweitens Wildfleisch. Drittens Hähnchenfleisch. Preismultiplikator mal 1,8. Ach Leute, das ändert sich? Ja, also wenn ihr das Huhn und das Hähnchenfleisch bringt, Wildfleisch habe ich bei mir. Aber jetzt muss ich mal blöd fragen, was ist ein Huhn und Hähnchen? Na, Huhn, das lähmt, also das Gerubte, und Hähnchenfleisch, das Verarbeitete. Im Schredder hier, im Dreher, im Walker hier. Im Fleischwolf. Was kriegt man da insgesamt dafür? Na, mal 1,8. Ja, aber was ist der Ausgangspreis? Steht nicht da. So. Ja, scheiße. Könnt ihr jetzt die Hühner hier nicht wegknallen, oder? Da brauchst du bloß eins. Mach da erstmal also, eins. Dann würde ich lieber sagen, bauen wir einen zweiten Hühnerstall, wo wir einen für Eier legen und das andere für Schlachthühner. Ja. Also wir können ja mal zwei Hühner hier raus operieren, kurz aus dem Laden. So, warte mal, ich glaube mal hier. Oh, da hinten, das ist schön dick. Komm mal her hier. So. Müssen ja die anderen nicht sehen. Dann werden die nur aufgeregt, dann legen die keine schönen Eier mehr. Muss was ausrufen. So, warte mal. Hier. Was machst du denn da? Naja, das müssen wir jetzt hier kaputt machen. Oh Mann, ey, ich kann nicht hingucken. Ich guck nicht hin, mach's. Muss er nachladen. Boah. Ja, bevor er Bescheid, dass ich wegguck. Oh! Gott! Okay, wir brauchen noch eins. Also was, wir brauchen einmal so eine... So ein Huhn und einmal so Hähnchenfleisch. So ein Hähnchenfleisch, da leierst du das Vieh einfach durch das Fleisch, Wolf. Also, okay. Hast du noch ein... Und was war's noch? Na, ein Wildfleisch, aber Wildfleisch habe ich ja gerade bei mir. Ja, ich hab Wildfleisch hast du bei mir? Ja, ja. Hey, was machst du denn da? Ich hab da Wasser reingetan. Ich dachte, ja, und vielleicht... kochst jetzt Eier oder was? Willst du mich verarschen? Hab ich gedacht, aber das geht leider nicht. Nee. Freund, jetzt haben wir hier den Topf Wasser. Warte, wir müssen mit R. Mach R, stell hin, mach R. Alles entfernen. Und das Huhn und Hähnchenfleisch heute noch? Okay. So, ey, du solltest doch ein Huhn holen. Ich kann da nicht nochmal rein. Die wissen, wie ich aussehe. Die wissen gleich, was los ist. So, warte mal. Wildfleisch hast du, okay. Ja, naja, gut, dann. Aber das müssen wir mal auf. Da müssen wir das. Oh, nee, ey, ich kann nicht hingucken. Mach's nicht. Oh Gott. Wenn du hast doch ein bloß ein Huhn. So, pass auf, ey, das müsste ich jetzt. Kann ich hier durchlassen? Warte. Huch. Jetzt sollen wir das einfach nur durchlassen? Ja, naja, in den Eimer reinleiern. Ja, ja, mach ich gerade. So, reingeleiert. Also in den Top. Ja, soll der, warte mal, soll da jetzt noch was anderes rein? Hm. Der ist alles wie ein Koch. Haben wir noch ein Ei drauf. Ja, na was, soll man es zu Wurst pressen oder nicht? Na, Hähnchenfleisch. Hähnchenfleisch, ja, was ist denn Hähnchenfleisch? Und was war das andere? Huhn. Hähnchenfleisch ist das so, was wir gerade hatten. Ja, und dann noch ein lähmendes Huhn oder was, das funktioniert also doch nicht. Den Mann oder was, so ein Hähnchenmann. Na, aber so ein rasiertes Huhn, das ist doch, das kann dir doch, so ein unrasiertes Huhn, das nimmt doch kein Burgerladen. Warte mal, es war Hähnchenfleisch und was noch? Huhn. Huhn? Ja, Huhn. Huhn und Hähnchenfleisch? Ja. Also das finde ich ja bescheuert. Was ist denn da bitte der Unterschied? Das eine macht vielleicht noch Mamak, wenn das andere... Nix. Ach, warte, ich hol noch ein Huhn. Nee, der wird ja kein lebendes Huhn, jetzt mal im Ernst. Ja, keine Ahnung. Also stehst du da, erforderliche Produkte. Ein Huhn, also erstens Huhn, zweitens Wildfleisch, drittens Hähnchenfleisch. Preismultiplikator mal 1,8. Ein Huhn? Nee. Erstens Huhn. Ja, Huhn, erstens Huhn. Ja, was weiß ich, Huhn.
Ich weiß doch nicht. Ja, da weiß ich nicht. Huhn halt. Der bringt halt so Väter wie mit her. Hast du das Huhn? Ich hab keins geholt. Wir müssen jetzt eh warten hier, das ist abgehangen noch, das dauert noch ein Stück, Alter. Hier, jetzt machst du sowas nicht. Ne, ja. Wir müssen das da abhängen. Das geht nicht anders. Jetzt hat er noch eins. Er stoppt das in den LKW. Oh. Du hier, ist nicht abhauen. Scheiße. Oh nee, ey. Warte mal, wir müssen hier echt mal drauf gucken. Was steht was da bei dem gerupften Vieh? Steht da was da? Nein. Das wollte ich gerade nachschauen, aber nee. Da steht nichts da, steht nur Hähnchenfleisch. Ich meine ja nicht dich, Mann. Okay, Frau. Ich meine hier den Jochen. Nee, da steht nichts bei. Wenn du es aufhebst oder so, da, nee. Okay. Ja, nix. So, jetzt haben wir aber schon 3 Hühner von uns geschlachtet. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Stopp machen. Nicht so geil, finde ich. Ja. Wird langsam dünner. Ja, im Endeffekt müssen wir jetzt eigentlich nochmal pennen gehen. Aber dann ändert sich das Angebot wieder, was auch scheiße ist. So, warte mal, was sagt die Reifekammer? 16%, Alter, das dauert noch, ohne Witz. Ja, dann spiele ich nochmal eine Zick. Hä, was ist denn das für ein Käse, Alter? Der ist ja nochmal ganz anders. Der war jetzt, glaube ich, zu lange drin. Nee. Das ist der Blauschimmel. Weißschimmel. Wir haben ja da 2. Was haben wir denn hier? Ich hoffe, wir haben das richtig gemacht. Keine Ahnung. So, warte mal, die Würste, das dauert alles noch ein Stück. 20%. Was machen wir am besten? Ich bin doch einer beim Autohändler. 70. Oh, scheiße. Ja. Wir brauchen wieder Hühnerfutter, ne? Mhm. Mal gucken, da waren hier die kleinen Hühnerchen schlüpfen. Boah, jetzt haben wir echt nicht mehr viele Hühner, ey. Packen auch alles voll hier, ey. Es ist zum Heulen. So, na pass auf. Kuh melken geht nicht, hast du geguckt, ja? Habe ich gerade geguckt, geht noch nicht, nein. Oh, Schwein ist dicker geworden, aber reichlich. Warte mal. Oh ja. Denk dran, nimm's erst ins Haus und killst dann dort. Oh, was ist denn hier, ein dicker Kuhfladen? Lol. Jetzt scheißen die auch noch hier hin, oder was? Kann ja, setz mal. Du willst es ja loswerden. Was? Dann gehen die nicht nach draußen zu kacken, die scheißen mitten in der Scheune, was soll das? Ja. Immer da, wo es warm und gemütlich ist. Lässt sich am besten äußern. Ach Mann, ey. Das Problem ist, du kannst nochmal zurückkommen, dass wir nochmal pennen gehen können? Warte. Das Haus abreißen. Nochmal bitte was? Wenn ich das Haus abreißen soll. Welches Haus? Ja, unser. Ja, und dann haben wir die Kammer nicht mehr, oder was, wo wir das machen können. Gut mitgedacht, Jochen. Ja, jetzt seid mal nicht so. Gut mitgedacht, ja. Jochen. Aber wir können total übertrieben, ich weiß. Aber meine Idee war jetzt eigentlich nur, wir können ein größeres Haus bauen und vielleicht ist dort die Kammer größer. Also wenn wir einen großen Hühnerstall bauen, der kostet 500. Ja, Bau. Ja, wer weiß, wir haben nur 70. Maximal 20 Hennen können da rein. Haben doch nur 70 Dollaris. Dann geh Bären schießen und sag Bescheid, wenn du die 500 zusammen hast. Glaub nicht, welche Schafe? Ich muss doch zurückkommen. Wir müssen doch pennen. Ja, wir müssen nicht schlafen. Also, wir müssen wirklich noch so einen Hühnerstall bauen, das sag ich euch. Ohne Scheiß. Geht gar nicht anders. So eine Kuh töten. Ich liege. Hä, wir brauchen hier einen Rind. Ich liege. Du schläfst? Ey, komm, wir können schlafen. Geh ins Haus schlafen. Geh Hilfe schläfst. Ach. Ist der wieder hier? Der schnarcht so laut. Ich hab aber keinen Bock, neben dir zu schlafen, ey. Oh, hau ab, Alter. Was denn jetzt? Warte mal. Kurz Schreck aufgestanden. Schläfst du? Ich lieg im Bett, ja. Scheiße, das geht noch nicht. Ja, ach nee, ist ja unter. Ey, ich wär hier adlig. Was ist das? Junge, mach die Wurst jetzt fertig. 40%, Junge. Ich geh lang. Zu viel. Ach nee. 40%. Oh Mann, Dude, was machen wir jetzt? Weiß nicht. Gibt's eigentlich eine Angel? Wir sind die ärmsten Bauern im Land. Komm, wir verkaufen jetzt die Scheiße hier, ey, ohne Witz. Gibt's eigentlich eine Angel? Nee, wa? Was denn von der Angel? Komm, ja. Lass uns mal alles einladen. Los, komm. Zum Fische fangen. Zum Fische fangen. Ja, ja, eine Angel zum Fische fangen. Also zum Fischeangel. Wenn du im LKW bist, nichts mehr abdingsen, ey. Das ist auch. Da hat das Huhn da gerade ein Ei drin gelegt? Oh. Vor Schreck.
Flupp. Das hat ein Ei da drin gelegt? Ey, jetzt aber mal, ohne Witz, wer was ein Hühnerstall? Das ist eine LKW-Aufzucht machen. Unglaublich. Ich will auch mal ein anderes Auto, ey, ohne Witz, ne? Ja, ist zu teuer. Brauch mal einen Viersitzer. Ja, ist zu teuer. Ja. In Sechse kostet Viersitzer. 1600, ey, ja. Das sind wir so weit entfernt wie kein anderer. Wollte nämlich eigentlich mein Gefährt austauschen, aber nee. Du tauschst ja gar nichts aus. Wir können das Gefährt, das können wir verkaufen, ja. Vor allem sprichst du das mit uns ab und nicht einfach kaufen. Ja, genau. Seit wann tut der Gehilfe jetzt hier anfangen, hier das Zeug auszutauschen? Was ist denn das bitte? Ja. Warte, ich leg's euch vor die Tür hier. Da wird ja auch mal Zeit, dass du mitdenkst. Komm, schaff das Zeug, LKW. Halt die Schlappe, ey, Junge. Ohne Witz. Ich hab da nicht so einen frechen. Aushilfsarbeiter gesehen. Ey, was ist denn hier mit der Wurst, Junge? Ihr seid zu zweit, ich bin alleine. Es kann nicht sein, dass ich die Wurst schneller rauslege, wie ihr die wegbringt. Wo bist du allein? Hier drin. Okay. So. Kommen noch die Wurstmänner? Die Frage, ach Mann, wir brauchen mehr, also was wir wirklich brauchen, sind Tiere. Tiere sind die Basis für alles. Oh gut, da brauchst du erstmal Geld. Wir brauchen auch nicht nur Tiere, wir brauchen auch Kühe. Kühe braucht man, Rinder braucht man, wir brauchen alles. Also ein paar mehr Kühe bräuchten wir auf jeden Fall, ja. So, los jetzt, auf geht's hier. Hast du alles, auch aus der Kammer und so? Kammer ist noch nicht fertig, auf geht's. Sicher. Kammer ist noch nicht fertig, weil ich gerade rede. Ist fertig. Hä? What? Nein. Nee, ist bei 90%. Oh, Alter. So, los geht's. So, gib Gummi. Mach ich. Hast du voll gedankt? Ein bisschen unterhalb. Ah, okay. Ja, gut, das reicht noch. Wer denn? Oh, scheiße. Ja, das ist echt eine blöde Ecke. Warte. Ah. So, geht's weiter? Wo ist denn die Gehhilfe? Na, da, wo du nicht bist. Aber warte mal, ich muss ja jetzt zum Bürgerladen, ja. Ne? Das war oben links, kann das sein? Na, bei der Tankstelle vorbei. Guck mal eben. Ja, links. Das ist links. Oh Mann, seid ihr auch so gespannt aufs neue Update? Ja. Oh ja. Im Juni? Oh ja. Bin ja gespannt. Wow. Alter, war das geil. Wenn du jetzt auf die Karte guckst und du guckst auf unsere Ranch, steht da Ranch Brad Pitt, Alter. Oh, ist das geil. Ganz geil. Brad, Alter. Brad's Ranch. Brad. Oh, sag doch, Brad Pitt. Ranch. Brad's Ranch. Ranch, Alter. Ja, so sagt man's. Ranch. Brad Pitt. Ach, soll ich schon mal wieder was sagen? Junge, Tokio Drift. Das hat sich gerade noch mal geändert. Was? Ja gut, aber komm, wir haben alles dabei, scheiß drauf. Wir brauchen jetzt aber kein Hühnerfleisch mehr, wir brauchen Schweinefleisch und Rindfleisch. Und Rind? Das war's schon die ganze Zeit, ey. Und Spaß, hat sich nichts geändert. Huhn, Wildfleisch, Hähnchenfleisch. Warte mal, was liegt denn hier? Das ist Wildfleisch. Wildfleisch, das muss weg hier, die Wurst. Wildfleisch muss hin. Weil das hast du ja dort. Das Hühnerfleisch da hinten noch. So. Huhn ist drin. Huch. Das ist doch Verarschung mit dem Huhn, mal ganz ehrlich. Du musst aber. Es läuft weg, schnell, verkauf. Nee, du musst erstmal mit dem LKW rausfahren aus der. Oh, warte. Achso, warte, ich fahr raus. Aus dem Ladedings. Ja. Tu mal das Huhn nochmal rein. Warte, das Huhn. Man kann. Hä, was war denn das jetzt? Achso, aber nein, ey, das Huhn zählt nicht. Nicht. Nein, das Huhn zählt nicht. Also hier steht jetzt Wildfleisch und Hähnchenfleisch steht jetzt hier. Aber das Huhn an sich zählt nicht. Aber warte mal. Wildfleisch 27. Ey, man muss nicht alle Komponenten hinbringen. Nicht. Nein, wir kriegen für das Wildfleisch auf jeden Fall anstatt 15 27. Oh, nice. Das ist ja 1,8. Ah. Oh. Ey, warte mal, dann ladet das Huhn mal wieder ein. Das machen wir, dann tun wir das hier nicht weg. Warte mal, aber dann kann ich das doch jetzt verkaufen, oder? Theoretisch schon. Oder? Ja, verkauf. Da steig ein. Ey, es gab über 300, das war nicht schlecht für das bisschen Zeug. So, warte mal, das Huhn ist wieder drin.
Dann lass mal die Sachen mal hier hinten drin. Was machst du jetzt, Alter? Unser Gehilfe ist ein Stück Scheiße. Das muss ich jetzt einfach mal so am Rande sagen. Alter, entlass den doch, den Penner. Mal ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf solche Leute. Wieso stellen wir immer so eine komischen Leute ein? Sammel lieber Wildfleisch, wenn es einen Multiplikator von 1,8 hat. Dann sollten wir die Bären wegballern. Ja, das ist wegballern. Ich kann darüber nicht lachen. Wo seid ihr? Wir verkaufen jetzt. Nee, ihr verkauft nix, Alter. Ey, hört auf, die Scheiße zu verkaufen, jetzt mal ohne Witz. Ach so, okay. Warum? Es ist jetzt wird spät, morgen gibt's wieder neue Angebote. Da kriegt ihr den anderen Krempel vielleicht los. Na, aber 1900. Da hast du jetzt wirklich was dran. Lass doch mal sein. Also, angenommen, morgen ist Käse im Angebot mit Multiplikator 2. Das stimmt, dann hätten wir richtig Jackpot. Ne, warte da mal eben. Ah, das stimmt wohl. Na komm, wir warten. Ach, hier ist er. Ich war's doch nicht alleine. Hast du gesehen, wie das Ding geparkt hat? Bäm, da hinten. Du Arsch, Junge! Ey, muss ich mir noch gönnen. So. Warte. Für mich, bis jetzt. Cool. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ey, das kostet einen Haufen Kohle. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Und ciao. Ciao. Ich hab ihn. Ey, du Penner.